Ja, es freut mich heute hier bei uns Tarek El-Wazir begrüßen zu können. Tarek El-Wazir ist Vorsitzender der Landtagsfraktion der Hessischen Grünen. Ich selber, Heiko Kretschmer, bin Geschäftsführer der Agentur Johansson & Kretschmer. Herr El-Wazir, es läuft recht gut für die Grünen zurzeit. 16,4% in Bremen, das ist das historisch beste Ergebnis, das die Grünen je in einer Landtagswahl erzielt haben. Wieso stehen die Grünen so gut da? Die Zeiten sind deshalb gut für die Grünen, weil die Themen, mit denen Grünen sich seit Jahren beschäftigen, jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Klimawandel, eine andere Energiepolitik, Zugangsgerechtigkeit durch Bildung, Kinderbetreuung sind Themen, mit denen wir uns seit Jahren beschäftigen und die viele Menschen bewegen. Und in Bremen haben die Grünen deshalb so gut abgeschnitten, weil den Menschen klar geworden ist, dass die Grünen eben eine Partei sind, die über den Tag hinausdenkt. Für uns als Hessen ist das natürlich ein großer Ansporn, weil wir am 27. Januar 2008 die nächsten sind, die Landtagswahlen haben. Hessen ist angesprochen. In gut 6 Monaten sind die Landtagswahlen. Roland Koch regiert das Bundesland jetzt seit 8 Jahren. In Ihren Augen, wie ist die Situation in Hessen zurzeit zu beschreiben? Wir erleben in Hessen die Situation, dass CDU und SPD sehr ideologisch, teilweise dogmatisch ineinander verhakt sind und in vielen Punkten jetzt in der Gegenwart anmachen. Das ist für uns ein Beweis dafür, dass wir ein Angebot machen müssen für viele Wählerinnen und Wähler, die Probleme gelöst sehen wollen und nicht innerparteiliche Debatten als Wichtigstes. Wir wollen klar machen, dass die Grünen die Partei sind, die an morgen denkt und weniger darüber nachdenkt, was früher mal in irgendeiner Form wichtig gewesen sein mag. An morgen denken ist das eine, über morgen reden dann das andere. Wie wollen die Grünen ihre Kommunikation in den nächsten Monaten gestalten, damit die Menschen in Hessen auch merken, dass die Grünen die Partei sind, die an morgen denkt? Also Bremen hat gezeigt, dass Grüne dann erfolgreich sind, wenn sie wirklich breite Schichten der Bevölkerung ansprechen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns mit Johansson und Kretschmer eine Agentur ausgewählt haben für unsere Kommunikationsberatung, die keine klassisch grüne Agentur ist, sondern die zum Beispiel schon für die rot-grüne Bundesregierung gearbeitet hat. Und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und freuen uns natürlich auch auf den Wahlkampf. Was sollen denn die Kennzeichen des grünen Wahlkampfs in Hessen sein? Modernität, Bereitschaft zur Veränderung und am Puls der Zeit sein, hat die Grünen ja immer schon ausgezeichnet. Und wenn man nur an die Umweltpolitik denkt oder an Frauen in politischen Spitzenämtern, haben wir einfach gezeigt, dass wir inhaltlich immer vorne waren und sind. Wir wollen in der politischen Kommunikation Maßstäbe setzen. Wir wollen am 27. Januar ganz stark aus dieser Landtagswahl hervorgehen. Wir freuen uns auf diesen Wahlkampf und hoffen, dass uns möglichst viele Menschen am 27. Januar 2008 unterstützen.